Du bist Fan vom Early Access Hit Sunhaven und möchtest alle Funktionen kurz erklärt bekommen? Kein Problem. Ich fasse sie dir in einem kurzen Video zusammen. Viel Spaß! Das Beziehungssystem in Sunhaven. Hier in Sunhaven gibt es viele tolle NPCs, mit denen man Beziehungen eingehen kann. Wenn ihr ins Menü geht und auf die beiden Sprechblasen mit den Herzchen klickt, dann seht ihr die Beziehungen zu den einzelnen NPCs und wie weit sie schon fortgeschritten sind. Dies seht ihr dann an der Anzahl der ausgefüllten Herzen. Sobald der Beziehungsstatus das erste goldene Herz erreicht, könnt ihr den NPCs nach einem Date fragen. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Wie kann man jetzt die Beziehung zu den NPCs beeinflussen? Das zeige ich euch jetzt. Damit ihr wisst, was eure Liebsten am liebsten mögen, müsst ihr den Beziehungsstatus so weit vorantreiben, dass ihr in die Häuser dürft. Und dann schnüffelt ihr ein bisschen herum und seht etwas glitzern. Damit könnt ihr interagieren. Das könnt ihr dann oft lesen. Das sind meistens Tagebücher oder keine Ahnung, irgendwas zum Lesen. Und da ist dann in Blau markiert, was derjenige gerne mag. Und wenn ihr diesem NPC dann etwas schenkt, was dort stand, dann wird die Beziehung auf jeden Fall schneller besser. Könnt ihr euch die alle klar machen. Wichtig ist, dass ihr jeden Tag mit so vielen NPCs wie möglich sprecht, macht Quests für sie, gibt ihnen Geschenke, die freuen sich über alles, was ihr ihnen schenkt, auch wenn es nur Kohle ist. Sobald man ihnen ein Geschenk macht, erscheinen oben die Herzchen. Also mein wichtigster Tipp für Beziehungen in dem Game, brecht bei den Leuten zu Hause ein und schnüffelt in ihren Sachen rum. Das Questsystem. Sunhaven ist natürlich auch voll mit NPCs, die alle deine Hilfe benötigen. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Quests zu erledigen. Ich zeig dir jetzt einmal kurz, wie das Questsystem funktioniert. In Sunhaven gibt es ein schwarzes Brett, an dem man immer mal wieder neue Quests annehmen kann. Hier sieht man dann auch, was es für Rewards gibt, also für Belohnungen. So, da steht dann, was sie braucht. Sie möchte ein Saphir. Accept, nimmt man die Quest an, einfach auf Accept drücken. Wenn NPCs eine Quest für dich haben, erscheint auch ein Ausrufezeichen über ihren Köpfen. Wenn du die Quest fertiggestellt hast und näherst dich dem NPC, von dem du die Quest bekommen hast, erscheint ein Fragezeichen über seinem Kopf. Hier nimmt man die Quest dann an. Auf der rechten Bildschirmseite siehst du dann das Questlog. Rot bedeutet, du hast die Quest noch nicht erledigt. Grün bedeutet, du hast alles für die Quest erledigt und kannst die Quest abgeben. Am Anfang des Spiels möchte gefühlt jeder deine Hilfe und du hast eine Menge Quests zu erledigen. Wenn du die Materialien gefunden hast für eine Quest, dann steht hier im Questlog Turn into XYZ, der jeweilige NPC-Name dann. So sieht es aus, wenn du dann den NPC triffst, wo du die Quest abgeben kannst. Einfach ansprechen. So, du bekommst jetzt standardmäßig ein Quest-Reward. Das sind in dem Fall jetzt 300 Coins, 300 Goldstücke. Und du kannst immer einen Bonus-Reward dir aussuchen. In dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel Farming-EP oder Combat, also Kampf-EP. Sind jeweils 60, dann suchst du dir eins aus. So, das war's. In Sunhaven gibt es auch eine Mine, die man besuchen kann, um dort Erz abzubauen. Die Mine befindet sich im Osten der Stadt. Auf der Map ist das hier an dieser Stelle. Rüstet euch also mit einer Spitzhacke aus und dann geht's los. Hierüber könnt ihr in die Mine gehen. In der Mine startet ihr immer an Floor 1. Wenn ihr die Mine das erste Mal betretet, bekommt ihr den Hinweis, dass hier irgendwo auf diesem Floor ein rostiger Schlüssel versteckt ist. Den müsst ihr erst finden und dann könnt ihr das Tor aufschließen. Es gibt dabei aber noch eine kleine Sache, die ich euch dann noch erklären möchte, aber dazu gleich. Wie hier beschrieben, steht
dass man auch einen Schlüssel craften kann, um den nächsten Floor permanent zu öffnen, also freizuschalten. Das Tor bleibt dann offen. Aber dazu braucht man einen gecrafteten Key. Hier sagt er auch, dass man einen Kupferschlüssel braucht. Wir suchen jetzt aber erstmal den rostigen Schlüssel. Und da ist er schon. So, mit diesem rostigen Schlüssel kann man jetzt die Türe aufschließen. Werde ich jetzt aber nicht machen, denn folgende Erklärung. Mit dem rostigen Schlüssel könnt ihr die Tore immer nur temporär öffnen. Am nächsten Tag sind die Tore wieder verschlossen. Ihr braucht also die gecrafteten Schlüssel. So, für die ersten 5 Stages oder für die ersten 5 Floors braucht ihr Kupferschlüssel. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt 10 Kupferschlüssel schon parat. Jetzt öffnen wir den Floor. Und er fragt jetzt, möchtest du den rostigen Schlüssel oder einen Kupferschlüssel benutzen? Und ich sage jetzt Kupferschlüssel. Jetzt ist dieses Tor permanent geöffnet. Und wir können auf den zweiten Floor fahren. Das gleiche Spielchen wiederholt sich jetzt auf dem zweiten Floor. Je tiefer ihr in die Mine kommt, desto hochwertiger werden auch die Erze, die ihr finden könnt. Ab Ebene 6 benötigt ihr Eisenschlüssel. Also von Ebene 6 auf Ebene 7 braucht ihr den ersten Eisenschlüssel. Adamant ist das nächsthöchste Erz, was ihr benötigt, um den Adamantschlüssel herzustellen, um von Ebene 11 auf 12 zu kommen. Wenn ihr Ebenen schon freigeschaltet habt mit den gecrafteten Keys, könnt ihr direkt auf die freigeschalteten Ebenen fahren. Von Ebene 16 auf 17 braucht ihr dann das nächste Erz bzw. den nächsten Schlüssel, nämlich Mithrilschlüssel. Um von Ebene 21 auf 22 zu kommen und damit die letzten 5 Ebenen freizuschalten, braucht ihr Sunit-Schlüssel. Und Sunit ist das höchste bzw. das stärkste Erz, was ihr in dem Spiel bis jetzt finden könnt. So, hier endet die Mine vorerst. Da das Spiel im Early Access ist, weiß man natürlich nicht, ob noch mehr Ebenen dazukommen. Und das ist der letzte Stand. Kleiner Abschluss zur Mine. Erstens, sucht erstmal nach den rostigen Schlüssel, um die Erze zu farmen. Und geht dann die ersten Ebenen durch, je nachdem, wie ihr es zeitlich schafft. Und dann craftet an euren Werkbänken bzw. an den Ambossen. Craftet da die Schlüssel, um die Tore permanent freizuschalten. Das Farming-System. In dem Spiel kannst du ganz normal Felder anlegen, mit Saat bestücken, deine Früchte ernten und die dann verkaufen. Kennt man aus vielen verschiedenen Farming-Spielen. Aber ich möchte dir das einmal kurz zeigen. Hier die Mechaniken einmal schnell erklärt. Mit der Spitzhacke bereitet man sich den Boden vor. Dann wählt man die Saaten aus. Und mit der Gießkanne kann man sein Feld dann bewässern. Wenn du die Spitzhacke auswählst und Rechtsklick auf dein Feld machst, dann kannst du das Feld wieder entfernen. Linksklick kannst du wieder ein neues graben. Es gibt in dem Spiel auch Dünger. Und zwar gibt es 3 verschiedene Düngerarten. Einmal den Erddünger, den Feuerdünger und den Wasserdünger. Der Erddünger, der bewirkt, dass du mehr, dass deine Ernte ergiebiger wird. Der Feuerdünger bewirkt, dass deine Pflanzen schneller wachsen. Der Wasserdünger bewirkt, dass die Chance steigt, dass deine Pflanzen über Nacht bewässert bleiben. Für die Dünger brauchst du jeweils Erdkristall, Feuerkristall oder Wasserkristalle. Wenn du den Dünger ausgewählt hast, mit Linksklick einfach auf die Pflanzen, dann glitzern sie ganz schön und dann weißt du, dass sie gedüngt sind. Wenn deine Pflanzen fertig sind, schnappst du dir die Sense. Mit der Sense wird geerntet und du sammelst die Ernte dann automatisch ein.
Und wenn du deine Ware verkaufen möchtest, dann tust du das hier an diesem Spot. Sell Item steht auch schon dran. Shipping Portal, so heißt es hier. Und dann packst du die da rein und kannst sie verkaufen. Wenn du über die jeweiligen Items mit der Maus einfach drüber hoverst, siehst du schon, wie viel Gold du bekommst. Wie viel die Items wert sind, hängt von der Qualität der Items bzw. deiner Ernte ab oder den Materialien, die du aufsammelst. Die sind farblich gekennzeichnet. Es gibt hier einmal grün, rot, blau und weiß. Grün ist Quality, normal. Dann kommt selten. Dann kommt episch. Und dann kommt legendär. In der Stadt gibt es mehrere Orte, wo du Saaten kaufen kannst. Es gibt einmal den General Store. Hier kannst du verschiedene Arten von Saaten kaufen. Und dann gibt es noch den Farming Store. Der befindet sich links neben dem Record Store. Hier kannst du auch Saaten kaufen. In diesem Shop kannst du auch verbesserte Werkzeuge wie Mithril oder Adamant, Gießkannen oder Hacken kaufen. Je nachdem, wie hoch die Qualität deiner Werkzeuge ist, kannst du schneller wässern, schneller hacken, schneller in der Mine Erze abbauen. Es ist also wichtig, dass du dich stetig verbesserst, um einfach effizienter arbeiten zu können. Hier einmal ein Beispiel, wie sich die Qualitäten voneinander unterscheiden. Hier zeige ich euch jetzt den Vergleich der schlechtesten Gießkanne, der rostigen Kanne und der besten Gießkanne aus Sunit. Und man sieht, dass es erheblich langsamer läuft mit der rostigen Gießkanne. Tierhaltung. In Sunhaven könnt ihr auch Tiere besitzen, unter anderem Kühe und Hühner. Und ihr könnt euch ein kleines Haustier kaufen, was die ganze Zeit hinter euch herläuft. In dem Fall darf ich euch ganz herzlich Heiner vorstellen. Mein kleinen Hai. So, das ist meine Kuh und mein Huhn. Und beide Tiere haben über sich einmal einen Balken mit einem Herz und einem Futterzeichen. Und dieser grüne Balken zeigt an, wie hungrig die Tiere sind und wann sie wieder gefüttert werden müssen. Die Tiere müssen einmal am Tag gestreichelt werden, beziehungsweise bei den Hühnern müssen die Eier eingesammelt werden und bei den Kühen muss gemolken werden. Dafür geht ihr einfach an das Tier, dann steht da Pet Cow. Das bedeutet sozusagen, dass ihr sie dann melkt. Und bei dem Hühnchen ist das genauso, dann sammelt ihr das Ei ein. Wie füttert man die Tiere? Im Pet Shop in Sunhaven in der Stadt bekommt ihr Tierfutter. Das ist das hier unten. Pet Food, Yummy Food for your pet to make them happy. Das müsst ihr einmal ausgewählt haben in eurer Leiste. Dann geht ihr wieder an euer Tier und könnt E drücken, Feed Chicken. Dann füttert ihr euer Hühnchen und einmal die Kuh. Es gibt noch nicht die Möglichkeit, dass die Tiere das Gras fressen oder das Getreide, auf dem sie dann vielleicht unterwegs sind, in einem eingezäunten Bereich. Man muss sie wirklich aktiv mit dem Pet Food füttern. Macht man das nicht, sterben die Tiere natürlich irgendwann. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, dass es leider noch keine Tore gibt. Ich muss jedes Mal ein Zaunelement abbauen, damit ich hier reinkomme. Wo kann man Hühner und Kühe kaufen? Hühner und Kühe könnt ihr hier bei Kitty kaufen. Das ist nördlich von eurem Haus. Dann geht ihr einfach hier an den Zaun, drückt Talk und dann könnt ihr hier eine Kuh für 3000 Gold kaufen oder ein Huhn für 800 Gold. Das Futter bekommt ihr hier im Pet Store. Das ist rechts neben dem General Store, wo man Saaten kaufen kann. Hier könnt ihr auch die Haustiere kaufen, wie mein Heiner hier. Gibt es die Auswahl zwischen Katzen, Häschen, Hunden, ein Pinguin habe ich schon gesehen. Das wechselt täglich. Und bei Nim könnt ihr dann das
Pet Food kaufen. Hier braucht ihr, also hier könnt ihr die Leine kaufen für eure Haustiere, damit sie euch hinterherlaufen. Und hier gibt es dann das Pet Food. Am Grinder könnt ihr aber auch selber Pet Food herstellen. Dafür benötigt ihr einmal Getreide und dafür könnt ihr eine Portion Pet Food craften. Das Levelsystem in Sunhaven. In Sunhaven gibt es 4 verschiedene Skill Trees, die man leveln kann. Man sammelt durch Farmen, durch Monster töten, durch Interaktion bekommt man Erfahrung. Man levelt dann in verschiedenen Bereichen. Man hat einmal Erkundung, Farming, Minenarbeit und Kampf. Du kannst deine Punkte frei vergeben. Allerdings kannst du natürlich nicht ganz rechts direkt anfangen. Bei den besseren Spells oder bei den besseren Fähigkeiten, sondern du musst links beginnen bei Level 1 und du schaltest dann immer weiter die Level frei. Ich habe jetzt hier in dem Fall Level 5 schon in Erkundung erreicht, habe 4 Skill Points und diese Skill Points kann man jetzt verteilen. Wenn wir jetzt hier Level 1 wäre Air Skip oder ich kann mich hier entscheiden für Clear Cut. So, dann nehmen wir mal das. Ich kann jetzt trotzdem noch das hier leveln. Also ich kann immer noch den Airskip leveln. Jetzt hat sich Level 2 sozusagen freigeschaltet. Und ich könnte jetzt hier einfach weiter leveln mit Heavy Handed One. Manche Bereiche sind aber noch ausgegraut. Die werden noch entwickelt. Und jetzt habe ich nur noch einen Skillpoint frei. Den kann ich jetzt wieder frei verteilen. So. Kleine Warnung noch, wenn ihr im Skilltree eure Punkte verteilt, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen. Mit einem Linksklick sucht ihr euch ein Talent aus und dann ist es fix. Bis jetzt gibt es keine Möglichkeit, die Punkte zu resetten. Wie bekommt man jetzt Erfahrungspunkte? Erfahrungspunkte bekommt man, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch Craften, durchs Farmen und das ist immer ganz schön zu sehen. Es gibt eine schöne Übersicht. Wenn ihr jetzt einen Baum fällt, dann seht ihr unten rechts einen kleinen Balken, der sich nachdem ich den Baum jetzt hier geschlagen habe, ich mache das nochmal, grün füllt. Und wenn der oben angekommen ist, dann gibt es ein Level Up. 9 XP gibt es jetzt für den Baum. Und nochmal 9 XP gibt es für den Baumstumpf. Und das gleiche passiert, wenn ihr Steine kloppt. Das gleiche passiert, wenn ihr mit euren Tieren interagiert. Wenn ihr erntet oder hier das Feld bestellt. Dann erscheint ein weiterer Balken. Der ist dann bezogen aufs Farmen. Der Holzbalken jetzt ist für Exploration, also für Erkundung. Und dann gibt es für jeden Bereich gibt es einen EP-Balken. Das Kampfsystem in Sunhaven. In Sunhaven könnt ihr mit Bogen oder Schwert kämpfen, also Nahkampf oder Fernkampf. Und es gibt unterschiedlich starke Gegner natürlich, mit unterschiedlich starken Leveln, denen ihr begegnen könnt. In meinem Fall kann ich euch jetzt leider nur den Nahkampf zeigen mit dem Schwert. Kurz erklärt, links die rote Sonne, das sind eure Lebenspunkte und rechts der Mond sozusagen, das ist euer Mana. Ihr verbraucht für jede Aktion Mana, das heißt auch wenn ich dashe zum Beispiel, also für jede Fähigkeit, die ich im Skilltree gelernt habe und verbrauche, beziehungsweise verbrauchen kann, verbraucht man auch Mana. Das ist natürlich wichtig für die Zaubersprüche, die man lernen kann und die man hier auf Q und R anwenden kann. Je nachdem, wie weit ihr schon gelevelt seid in eurem Skilltree, könnt ihr die frei auswählen. Ihr hovert einfach über den jeweiligen Button, sage ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal bei Q. Und dann könnt ihr hier aus den Attacken auswählen, die ihr schon freigeschaltet habt. In meinem Fall kann ich jetzt einmal den Feuerball nutzen, oder Kettenblitz oder Erdbeben. Das sind jetzt 3 Fähigkeiten. Die beiden oberen sind jetzt Fähigkeiten zum Kämpfen. So. Kettenblitz habe ich schon ausgewählt
Und Earthquake bzw. Erdbeben habe ich ausgewählt, um schneller Felder graben zu können. Zum Schutz könnt ihr Rüstung craften in den verschiedenen Erzstärken, sage ich jetzt mal. Ich trage jetzt in meinem Fall noch Kupferrüstung, Helm, Brust, Hände und Füße könnt ihr ausrüsten und euch damit dann besser schützen. Und dann haut man einfach mit dem Schwert drauf. Also wenn man auf den Gegner klickt, in die Richtung des Gegners, dreht man sich automatisch auch dahin und schlägt dahin. Achtung, die Gegner respawnen äußerst schnell. Passt da auf jeden Fall auf. Und rechts wieder der EP-Balken, wo ihr seht, wie viele Erfahrungspunkte ihr im Kampfbereich schon habt. Ich benutze jetzt mal Q. Dann sieht man hier den Kettenblitz, wie er rechts Mana verbraucht und die Gegner tötet. Schön brutzelt. Sunhaven befindet sich noch im Early Access und die Entwickler sind auf jeden Fall stetig dabei, immer neue Quests zu etablieren, immer mehr Inhalt reinzubringen. Also freut euch auf mehr Content. Und ja, das waren auch schon die wichtigsten Punkte, die ich euch zeigen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Schreibt doch gerne einen Kommentar, was ich vielleicht noch vergessen habe. Eure Fragen. Ich bin sehr, sehr neugierig und freue mich da auf Interaktion mit euch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!